Die Existenz rund um Imu ist eines der größten Geheimnisse in der Welt von One Piece. Die wenigsten Charaktere in der Story wissen überhaupt, dass dieser Charakter existiert, geschweige denn, dass die fünf Weisen gar nicht die höchste Weisungsbefugnis in der Welt von One Piece haben. In dem heutigen Video möchte ich gerne über Imu sprechen und alle relevanten Informationen durchgehen, die wir von diesem Charakter haben. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass das heutige Video von CyberGhost VPN gesponsert wird. Mit mehr als 38 Millionen weltweiten Nutzern ist CyberGhost VPN einer der größten Player in der Branche. Ich kann euch CyberGhost VPN nur empfehlen, wenn ihr eure IP-Adresse verstecken wollt und alles genießen wollt, was das Internet zu bieten hat. Ich nutze zum Beispiel CyberGhost, um mir One Piece Filme anzuschauen, die bei uns auf Netflix nicht verfügbar sind. CyberGhost VPN hat dezidierte Server für über 35 beliebte Streaming-Plattformen und CyberGhost VPN verfügt über mehr als 8000 Server in 91 Ländern, was bedeutet, dass ihr immer eine zuverlässige und sichere VPN-Verbindung erhalten könnt. Außerdem ist es für alle Geräte verfügbar, auch für Smart-TVs, und ihr könnt es auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Wenn auch du Anime-Serien schauen möchtest, die in Deutschland aktuell nicht verfügbar sind, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dir CyberGhost VPN zu kaufen. Nutze dafür meinen Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar unter diesem Video und erhalte 82% Rabatt. Das sind nur 2,11 € im Monat und du erhältst 3 Monate gratis. Darüber hinaus bist du durch eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie geschützt und der Kundensupport ist 24/7 in deutscher Sprache verfügbar, so dass alles risikofrei ist. Nutze das Angebot jetzt und melde dich bei CyberGhost VPN an. Und kommen wir nun zum eigentlichen Video. Imu feiert sein Debüt in Kapitel 906 des Manga und Folge 885 des Anime. Dieser Charakter wurde uns bisher nur als Silhouette in der Story präsentiert. Bisher kennen wir noch nicht das wahre Aussehen von diesem Charakter. Es ist aktuell auch noch unklar, ob Imu eine Frau oder ein Mann ist. Das Besondere an Imus Design ist ein längliches, spitzes Objekt am Kopf. Hier wird es sich sehr wahrscheinlich um eine Art Krone handeln. Das Besondere an Imu ist das Geheimnis, welches um die Existenz dieses Charakters gemacht wird. In dem Narrativ der Öffentlichkeit sitzt niemand auf dem leeren Thron. Der leere Thron suggeriert somit, dass die einzelnen Königreiche regieren und niemand absolute Macht in dem One Piece Universum hat. Im Reverie-Arc finden wir dann aber heraus, dass das nicht so ist. Imu sitzt auf dem leeren Thron und gibt den Gorosei Anweisungen. Imu ist wohl auch in der Lage, Lichter aus der Geschichte auszulöschen. Aktuell ist noch wenig über Imus Persönlichkeit bekannt. Imu scheint jedoch Interesse an Ruffy, Blackbeard, Shirahoshi und Vivi zu haben. Von diesen vier Charakteren hatte Imu nämlich Fotos in der Hand. Da Imu über den fünf Weisen steht, kann man auch davon ausgehen, dass viele grausame Ereignisse in der Welt von One Piece durch Imu ausgelöst wurden oder von Imu toleriert werden. Das spricht ja dann für Imus überaus grausame Persönlichkeit. Und kommen wir nun einmal zu Imus Story in One Piece. Die Vergangenheit von Imu ist aktuell noch nicht bekannt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass Imu schon seit Jahrhunderten am Leben ist und vielleicht vor über 800 Jahren bereits bei der Gründung der Weltregierung mit dabei war. Es wird einen Grund geben, weshalb die Existenz rund um Imu geheim gehalten wird. Warum kann sich dieser Charakter nicht der Öffentlichkeit zeigen? Sehr wahrscheinlich, weil es die Stabilität der Welt zerstören würde. Den ersten richtigen Auftritt in der Story hat Imu dann im Reverie-Arc. Wir sehen auf der letzten Seite von Kapitel 906, wie Doflamingo im Impel Down über den geheimen Schatz von Mary Joa spricht. Dann plötzlich wechseln wir nach Mary Joa. Wir sehen eine mysteriöse Gestalt mit dem Kopfgeldposter von Ruffy in der Hand. Dieser Charakter geht in einen dunklen, abgekühlten Raum. Und in diesem Raum befindet sich ein gewaltiger, mit Eis bedeckter Strohhut. Das Interessante ist hierbei, dass Doflamingo bei seinem Monolog im Impel Down über den geheimen Schatz von Mary Joa spricht. In der Story wurde bisher aber noch nicht bestätigt, um was es sich bei dem geheimen Schatz von Mary Joa handelt. Wir wissen aber durch Doflamingo im Dressrosa-Arc in Kapitel 761, dass die Existenz von diesem geheimen Schatz die Welt ins Chaos stürzen würde. Aufgrund von diesem Wissen über den geheimen Schatz war Doflamingo in der Lage, die CP0-Agenten zu kommandieren, obwohl er eigentlich kein Tenryubito mehr ist. Sehr wahrscheinlich ist das Geheimnis rund um die Existenz von Imu der geheime Schatz von Mary Joa. Wenn herauskommen würde, dass Imu existiert und auf dem leeren Thron sitzt, dann würden sich alle Königreiche im One Piece Universum etwas veräppelt fühlen und die Welt wäre im Chaos. Es gibt natürlich auch die Vermutung, dass der gewaltige Strohhut der geheime Schatz sein soll. Hier spricht aber dagegen, dass ein gewaltiger eingefrorener Strohhut jetzt nicht unbedingt die Welt ins Chaos stürzen würde. Stellt euch das mal vor. Bro, auf Mary Joa ist rausgekommen, dass die einen riesigen Strohhut versteckt haben. Tschüss, was? Das geht ja gar nicht. Ja, dann müssen wir die halt stürzen, oder?
Ihr merkt schon, macht nicht so wirklich viel Sinn. Das nächste Mal sehen wir Imu dann im Raum der Blumen im Schloss Pangea. In dieser Szene hat Imu die Kopfgeldposter von Ruffy und Blackbeard zerschnitten. Ein Bild von Shirahoshi wurde mit einem Dolch durchtrennt und Imu hält ein Bild von Vivi in der Hand. Diese Szene hat einen sehr starken symbolischen Charakter. Imu steht in einem Raum voller Blumen, erblühte Blumen stehen doch eigentlich für das Leben selbst. Doch das, was Imu in dieser Szene tut, ist eigentlich ein starker Kontrast. Der Charakter zerschneidet Kopfgeldposter von Piraten und rammt einen Dolch in ein Bild von einer Prinzessin. Diese Taten implizieren, dass Imu diese Charaktere nicht sonderlich mag und sie getötet haben will. Das Bild von Vivi in der Hand könnte bedeuten, dass dieser Charakter als nächstes auf der Abschussliste steht. Die Wahl der Charaktere ist auch sehr interessant. Ruffy und Blackbeard sind beides D-Träger und Anwärter auf den Titel vom König der Piraten. Shirahoshi ist ja eine antike Waffe und Vivi ist eine Prinzessin, die mit der Hilfe von der Strohhutbande ihr eigenes Königreich verteidigt hat. Außerdem gehört sie zu der Nefeltari-Familie. Diese Familie hätte vor 800 Jahren zu Tenryu Bito werden können. Die Nefeltaris haben sich dann aber dazu entschieden, in ihrem eigenen Königreich zu bleiben. Wie wir dann später von den Gorosei erfahren, werden die Nefeltaris von den Tenryu Bito als Verräter angesehen. Kurze Zeit später sehen wir Imu dann ein weiteres Mal. Dieser mysteriöse Charakter setzt sich auf den leeren Thron. Die fünf Weisen fragen, welches Licht als nächstes aus der Geschichte ausgelöscht werden soll. Nun kommen wir zu Manga-Spoilern. Wenn du als Anime-Fan nicht gespoilert werden möchtest, dann würde ich dir jetzt vorschlagen, einmal wegzuklicken. Im neuesten One Piece Arc bekommen wir nämlich Imu ein weiteres Mal in Aktion zu sehen. Dieses Mal präsentiert uns Imu, warum die Weltregierung so mächtig ist und wie sie in der Lage sind, Lichter aus den Geschichtsbüchern auszulöschen. Sabo telefoniert mit den Revolutionären. Die Leitung ist dabei nicht durch eine weiße Teleschnecke verschlüsselt. Das ist richtig sus. Eigentlich wollen die Revos doch bei wichtigen Themen nicht abgehört werden. Das wirkt eher so, als ob Sabo wollte, dass die Marine bei dem Gespräch mithört. Sabo hat auf der Reverie nämlich etwas herausgefunden. Laut Sabo ist der leere Thron gar nicht leer, sondern es sitzt jemand auf diesem Thron. Bevor Sabo diese Info jedoch an seine Revolutionärs-Buddies weitergeben kann, wird die Leitung durch die Gorosei gekappt. Imu markiert mit einem Kreuz die Insel Lulusia und mit 16 gewaltigen Laserbeams aus dem Himmel vernichtet Imu diese Insel. Diese Massenvernichtungswaffe der Weltregierung ist also in der Lage, ganze Inseln zu vernichten. Sind so auch God Valley und das antike Königreich vernichtet worden? Fragen über Fragen. Das ist die soweit bekannte Story von Imu in One Piece, kommen wir aber abschließend noch zu einigen Imu-Theorien. Der Charakter von Imu bleibt ein Mysterium in der Story. Wir können jedoch stark davon ausgehen, dass dieser Charakter am Ende der Story nicht mehr auf dem leeren Thron sitzen wird, beziehungsweise dieser Charakter nicht mehr an der Spitze der Weltmacht stehen wird. Im weiteren Verlauf der Story wird das Geheimnis rund um Imus Existenz an die Öffentlichkeit gelangen, wenn dies passiert, wird die Welt ins Chaos gestürzt und ich vermute mal, dass dies den finalen Krieg mit der Weltregierung auslösen wird. Denn dann steht die Weltregierung der eigentlichen Welt von One Piece gegenüber. Die Weltregierung lügt ja nach Strich und Faden und das seit über 800 Jahren. Irgendwann werden sie die ganzen Lügen und die ganze Unterdrückung einholen. Ruffy hat ja schon nach dem Wano Kuni Arc gesagt, als er von den Ereignissen auf der Reverie gehört hat, dass sie einfach nach Marijoa reisen sollten, um da alles zu regeln. Die Idee nach Marijoa zu reisen ist Ruffy also mittlerweile in der Story in den Sinn gekommen. Und dadurch ist es auch safe, dass es in der Story passieren wird. Die Ereignisse auf der Reverie und das damit verbundene Schicksal von Vivi, Cobra und auch Sabo werden die Katalysatoren für Ruffy sein, um sich ein für alle Mal der Weltregierung zu stellen. Die Kriegserklärung auf Enies Lobby war dabei nur eine Art Light-Version. Der wahre Konflikt mit der Weltregierung steht nämlich noch aus. Safe ist Imu an dem Tod von König Cobra verantwortlich. Sabo musste das Ganze wahrscheinlich beobachten und dadurch hat er dann auch gesehen, dass jemand auf dem leeren Thron sitzt. Sabo ist dann aufgeflogen und ihm wurde dann der Mord an Cobra angehängt. Vivi sollte dann wohl auch getötet werden. Immerhin hatte Imu ein Bild von Vivi in der Hand. Dazu ist es dann aber zum Glück nicht gekommen, weil Vivi fliehen konnte. Im weiteren Verlauf der Story wird Vivi dann auf die Strohhutbande treffen und ihnen wahrscheinlich die Wahrheit über die Ereignisse der Reverie berichten. Es wäre auch irgendwie cool, wenn Sabo dann der wäre, der Imus Existenz öffentlich macht. Es gibt auch die Theorie, dass Imu durch die Operation der ewigen Jugend bereits seit hunderten von Jahren am Leben ist. Durch diese Theorie könnte Imu dann auch der damalige Gegner von Joy Boy gewesen sein. Das würde Imu in der Gegenwart auch eine gewisse Relevanz geben, denn bisher wissen wir so gut wie gar nichts über diesen Charakter. Falls Imu aber bereits im verlorenen Jahrhundert existiert hat und der Antagonist von Joy Boy war, dann könnte man diesen Charakter in dem Flashback zum verlorenen Jahrhundert charakterisieren. Das spricht meiner Meinung nach auch sehr stark für diese Theorie, denn wann sollte Imu sonst in der Story charakterisiert werden? Die meisten größeren Antagonisten in One Piece wie Sir Crocodile, Rob Lucky, Doflamingo, Kaido oder auch Blackbeard tauchen in mehreren Arcs auf, wo sie dann charakterisiert werden.
Wir erfahren von ihren Motivationen, ihren Träumen, aber auch von ihren Traumas. Die Charakterisierung eines Antagonisten ist notwendig, damit ein Kampf gegen Ruffy den nötigen emotionalen Impact hat. Das ist aber bei Imu noch nicht gegeben. So wie wir Oda kennen, wird dies aber safe noch in der Story passieren. Wahrscheinlich dann in einer Art Flashback zum verlorenen Jahrhundert. Das wäre dann noch ein überragender Übergang zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der Konflikt zwischen Joyboy und Imu wäre dann immer noch in der Gegenwart vorhanden. Ruffy hat ja den Willen von Roger geerbt, der wiederum den Willen von Joyboy geerbt hat. Während Imu seit Hunderten von Jahren am Leben ist, wird der Traum von Joyboy von Generation zu Generation weitergegeben, bis letztendlich jemand Imu stoppen kann. Abschließend gibt es dann noch die Theorie, dass Rocks auch von Imu Bescheid wusste. Immerhin wollte Rocks der König der Welt werden. Diesen Titel hat ja indirekt Imu. Außerdem wurde Rocks aus den Geschichtsbüchern entfernt und God Valley wurde vernichtet. Kann es also sein, dass Rocks ausgeschaltet werden sollte, weil er von Imu Bescheid wusste? Hat er deswegen die Tenryubitu auf God Valley als Geiseln genommen, um ein Druckmittel gegenüber der Weltregierung zu haben? Letztendlich ist Rocks ja gescheitert. Es würde mich aber dennoch interessieren, ob und wie er an die Informationen rund um die Existenz von Imu gelangt. Das war es dann auch schon mit allen Infos und Theorien, die wir aktuell zu Imu haben. Was ist deine Meinung zu diesem Charakter? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an die Romanstars Patreons und YouTube-Mitglieder PrincipDomDom09, Kaijubi, Mamus Sunshine, Dennis, Demon Alpaka, Sindus Hipster, Heraklesen, Darth Marco, Malicious Nemesis, Jim Daniel und Chris Debil Credibil aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support und vielen Dank auch an diese Patreons und YouTube-Mitglieder. Wenn dir meine Videos gefallen, dann schau dir am besten folgende Videos als nächstes an. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.